Chicken Terror. Servus die Mama und grüß euch die Buben. Ja, vielleicht erkennt man das an meinem Gepäck. Der Rucksack ist voll. Wir haben in der Zwischenzeit 3:45 Uhr auf die Nacht, also kurz vor 19 Uhr, und es geht auf meinen Hausberg zum Stabruch auf einen Overnighter. Ja, die Strecken brauche ich jetzt nicht mehr zu sagen. Ich schalte euch dann wieder dazu, wenn alles fix fertig aufgebaut ist. Also, wir sehen uns gleich. Jo Freunde, bin hier oben angekommen, es ist in der Zwischenzeit 20 Uhr, ich habe schon mal alles aufgebaut. Durchgeschwitzt bin ich auch schon ordentlich, aber ja. Und ich habe mir gedacht, bevor es finster wird, zeige ich gerne mein Zeltel. UL Tangram heißt es. Für was das UL steht, weiß ich nicht. Ultralight sicher nicht, weil es hat 1,6 Kilo mit allem Pipapo. Das ist so ein Überschied quasi. Das kann man auch komplett aufkloppen oder nur eigentlich es innen das Moskitonetz stehen lassen. Das hat eine eigene Wanne. Man kann da vorne auch noch das verschließen komplett. Einmal herüben und einmal herüber, also auf beide Seiten quasi. Man kann das natürlich noch tiefer spannen, aber dadurch, dass ich heute keinen Regen erwartet habe, ich unter ein bisschen offen lassen, das durchzieht, kann man natürlich das herüber auch zu machen. Dann hat man eine schöne Absinthe noch darunter. Aber brauche ich nicht, weil es sowieso im Augenblick warm ist. Ja, ich werde mal eine Runde mit euch ums Zelt gehen und dann nehme ich einmal kurz mit rein. Ja, wir haben da wieder Standardfarbe Coyote. Die Masse blende ich dann später alle noch genau ein. Die Absinthe haben wir natürlich auch hinten. Kann man natürlich auch dazu machen. Wir haben da Moskitonetz. Am Anfang glaubt man zwar ein bisschen, das ist dick, aber das hat genau dazwischen noch ein paar dünne. Sieht man gar nicht so genau. Hat einen richtigen schönen Boden da unten. Die sind da schön eingehängt, dass man einen Abstand hat. Und ja, ich mache euch erst von drüben auf und nehme euch einmal mit rein schnell. Und dann haben wir den Reißverschluss, einmal rauf, einmal für die Seiten, einmal für die Seiten. Und da können wir das einmal ganz aufmachen. So, dann sind wir gleich da herum. Das ist da schön eingehängt und kann man schön spannen, dass das innen wunderschön steht. Und da haben wir eigentlich einen richtig großen Raum, den ich sagen. Wie gesagt, Masse schreibe ich dann und alle noch eine. Wasser sollen und so, ich glaube 4.000 oder 5.000, ich weiß jetzt nicht auswendig. Ja, macht einen guten Eindruck. Wir haben überall diese schönen Spanner, die man lockern kann oder schön spannt damit. Das ist perfekt. Gefällt mir ganz gut. One Tigris. Und ich finde das Coyote ist eine relativ schöne Farbe, gefällt mir sehr gut. Ich habe bis jetzt alle von einem Coyote und die Farbe passt einfach super. Ja, ich muss sagen, das Zelt gefällt mir wirklich gut. Aber jetzt gehen wir mal vier zur Feuerstelle. Machen wir es das einmal gemütlich, würde ich sagen. Ja, es ist alles dabei. Mein Tischl, mein Licht habe ich mit. Ja, eine Kleinigkeit zum Essen wird es geben. Und zwar Nudeln mit Bolognese-Soße. 10 Jahre haltbar, ist von Bastian. Wäre jetzt endlich einmal gekostet, hat er mir ein paar geschickt. Optimal. Hunger haben wir eh schon. Was haben wir heute dabei? Wir haben einen Sturmkocher dabei,
der Marcel, der rennt schon, da vorne habe ich mein Kerzerl stehen. Ich habe heute ein Spiritus, also ein Bioethanol dabei. Notfalls habe ich noch das Feuerträgen, falls ich zu wenig habe. Also, und falls wirklich eventuell schaffen wir noch ein Feuerl, weiß ich noch nicht. Aber es wird alles wascheln lassen. So, dann gehen wir es einmal an. Werfen einmal an den Ofen. So, wie gesagt, jetzt habe ich die Dosen, werden wir sie jetzt einmal einverleiben. Schauen wir mal, was wir da sehen. Ja, das schaut nicht so schlecht aus. Ja, schöne große Nudeln. Na, und freue mich natürlich am Lecker Energy dazu. Und nachher gibt es dann natürlich noch ein Käfchen, ist eh klar. Und das wird dann natürlich auch wieder grün. Selbstverständlich. Wir wollen ja das genießen, so viel Overnight, da mache ich ja nicht. Und wenn ich schon mache, dann will ich es auch schön gemütlich dabei haben. Wie gesagt, ich werde schauen, vielleicht, wenn es finst ist, mir dann noch ein bisschen Holz suche. Ob ich da noch was finde, was halbwegs trocken ist. Ich glaube zwar nicht, aber vielleicht ein Glanz, das wir zusammenbringen. Schauen wir mal. So da. Fertig. Und dann zeige ich euch noch einen kleinen Trick. Wenn es jetzt nicht unbedingt hergewollt, und den Löschdeckel da drauf in Holz lassen, nehmt das mit der Zange, holt es. Na, wo ist mir? Hebt es runter und dann könnt ihr es gemütlich ausmachen. Keine Angst, ich habe meinen Ohrring nicht im Deckel drinnen. Jetzt einmal mit einer schauen. Ich habe heute noch mein kleines Schweizer dabei. Ein Kaffee. Ja, es ist in der Zwischenzeit 9:30 geworden. Ja, es ist schon finster. Ja gut, die Kamera regelt das jetzt ein bisschen in Teil. Ich habe mir auch für ein bisschen ein Feuerl hergekriegt, ob das funktioniert. Kann ich nicht wirklich sagen. Machen wir einen Krawall. Ja, Freunde. Ich werde wieder sagen, der erste Gruß geht an meine Krankensessel. Und dann an den Rest von meinen Freunden. Prost! Es ist klar, dass es in letzter Zeit so viel geregnet hat. Jetzt zieht natürlich alles an. Es ist natürlich alles feucht, Erden, alles ist nass. Ja, mein Kerzerl leicht auch schön. Puh, ich sehe sogar einen Hauch. Ja, trinken wir das Schluckerl einmal aus. Gut was. Naja, wir werden mal schauen, ob wir dann ein Feuerl zusammenbringen oder nicht. Ja, da ist mein Kerzerl. Die haben wir das Ganze erhellt. Und da schaut es einmal mein Tischerl, was das für ein angenehmes Licht ist. Also mit dimmen. Ist das nicht super? Wir werden jetzt einmal versuchen, ein Feuerl zu machen. Schauen wir mal. Na, mal nicht verlieren. Ja, den zünde ich aber jetzt gleich so an. Warten wir mal an, was wir sehen. Ja, im Augenblick ist das eher mehr ein
rauchen als wie brennen, aber schauen wir mal. Na, ist ja doch noch super, dass ich ein Feuerl zusammengebracht habe. Freut mich. Ja, Freunde, in der Zwischenzeit ist es halb 11 geworden. Schauen wir mal das Feuerl einmal. Ich habe noch mal ein bisschen was drauf gehabt. Schauen wir mal, ob wir es schaffen. Ein bisschen was habe ich noch gefunden, aber wie gesagt, alles nass. Na, macht nichts. Schauen wir mal, ob wir es zusammenbringen. Wenn nicht, macht es auch nichts. Ist natürlich alles, ist wirklich waschelnass. Ich habe jetzt noch so ein bisschen Brennpaste draufgelegt, den Fire Dragon. Ja, jetzt sollte er es ja da bringen. Ja, aber jetzt liege ich dann nichts mehr drauf, jetzt lasse ich es so aus. Lasse ich es abbrennen und finito. Ja, Freunde, es ist 11:30 und jetzt gehen wir schon langsam ins Bettel. Ja, und jetzt gehen wir in die Heuer. Wir sehen uns dann gleich drinnen. Bis gleich. Ja, Freunde, ich liege jetzt in der Kemenate herin. Sind wir natürlich ein paar so kleine Viecher mit einer Kräut. Naja, macht nichts, jetzt drehe ich das Licht an und dann wird er mir ordentlich gemützt. Ja, in der Zwischenzeit ist kurz vor 12, also Geisterstunde. Und ich sage jetzt einmal, ich drehe jetzt ganz einfach einmal an und man sieht sie morgen in der Früh wieder. Gute Nacht. Morgen. Tagwache. Was haben wir? Ah, 5 ist. Herrlich. Perfekte Zeit zum Aufstehen, würde ich sagen. Kaffeedurst ist da. Und der Hunger. Das heißt, wir stehen noch mehr auf. Auf geht's. Ja, schlaf, sag ich schon aufgehängt. Jetzt lass ich noch ein bisschen stehen. Jetzt gibt es einmal ein Frühstückerl. Rucksack hängt auch schon im Baum. Jetzt gehen wir mal was futtern. Ja, der Tag ist munter. Ah, herrlich. Ja, klar, es ist noch ein bisschen kühl. Ich weiß gar nicht, was haben wir. Na, jetzt sagt er mir jetzt noch gar nicht so, die Uhr schläft noch. Aber jetzt machen wir mehr Käfchen. Ja, was gibt es heute in der Früh? Ich möchte mal was probieren. Ja, es gibt wieder einen Speck, ist eh klar. Und dann werde ich versuchen, 2 Scheiben Käse habe ich dabei. Und 2 Scheiben Toastbrot holen wir, die irgendwo dann drauf liegt und der ein bisschen quasi antoast. Naja, falls habe ich. Und los geht's. Ja, den Speck haben wir jetzt einmal ein bisschen kleiner geschnitten. Schauen wir mal. Wenn wir sie da ins Pfannl reinhauen. So. Wenn wir dabei da rein.
Na, der ist groß. Mm. Herrlich. Ja, geht's wahr. So, Kaffee drauf. Und dann geht's schon los. Für diese Saison besser mal von den leckeren da, ne? Ja, das kommt gut. Das kommt sehr gut. Der möchte sich auch schon. Sehr gut. In dem Sinne, was gibt's da Schöneres? Als wie das. Prost, Freunde. Wow. Herrlich. Frühstück erledigt. Ja, Großteil ein bisschen halbwegs geputzt alles. Das heißt, wir backen nicht schon langsam das Zelt zusammen. Das ist zwar noch nass, das backen wir gleich so, das ist wurscht. Das hänge ich daheim auf zum Trocknen. Und ja. Ah, herrlich. Ja, dann backen wir zusammen die Sonne. Gehen wir so. So, der Geruste ist bockt. Und jetzt nehmen wir das Zelt noch da. Aber wie gesagt, das ist natürlich noch nass. Ja, alles mitgenommen, die Haring, die Zwiebel immer sicher jetzt selber. Passen, mein Schnur ist wieder da. Platz hat schon aus, wie ich gekommen bin. Schauen wir noch, wie ich zur Feier stehe. Ja, haben wir auch alles mitgenommen. Liegt nichts mehr drum. Ja, dann würde ich sagen, war eine schöne Übernachtung. Und jetzt gehen wir heim. Ja, letzter Blick nochmal da oben. Scheint schon die Sonne hin. Und die werden wir beim Heimgehen sicher begegnen. Ja, schön da. Blinzelt die Sonne schon durch. Herrlich. Faszinierend mit dem Lichtspiel da bei den Felsen. Gigantisch. Ja, der Sonne entgegen. Ja, jetzt bin ich wieder am Hauptweg heraus und schaut sich mal den schönen Sonnenstern an, ist der nicht wild? Weiter geht's. Jo, Freunde, ich bin hier unten. Hab's geschafft. Jetzt habe ich noch ein paar Meter, eigentlich ein paar Meter mehr, weil ich bin heute zu Fuß aufgegangen. Ich gehe also zu Fuß runter. Ich habe mein Auto extra daheim stehen lassen, dass keiner mein Auto herumsieht. Muss ja nicht unbedingt sein. Ja, in dem Sinn, kleines Fazit zum Zelt. Kann ich nicht viel sagen, es war innen komplett dicht, also kein Kondenswasser, gar nichts. Ich habe aber auch vorhin
offen gehabt, die hat nur hinten komplett zu gehabt. Ja, wird sie weisen, wie sie sich weiter herausstellt. Lass sie recht schön aufstehen, gefällt mir ganz gut. Dann kann ich nur sagen, danke fürs Dabeisein, danke fürs Mitlaufen, fürs Mitschnorchen, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche, gesund bleiben und servus die Malen und pfiat euch die Buben.